Okay, Leute, wir machen weiter bei Elements Destiny Origins und wir haben beim letzten Mal hier irgendwo aufgehört. Genau, in den Ruinen von Altine, in den Katakomben meine ich jedenfalls. Und, ich würde sagen, wir laufen einfach mal dem Pfad entlang. Ach du, nein! Narf. Gut, auf jeden Fall neue Gegner. Echsen, die, weiß ich nicht, was drauf haben. Blitzsalamander heißen sie. Das nennt man, lernt nie aus. Ja, vom Schaden her geht es eigentlich. Und meine Stimme ist kaputt. Der erste ist am Arsch. Und der zweite wird es jetzt auch nicht überstanden haben. Komm. Mal sehen, ob er effektiv ist. Ich denke, ja, es ist effektiv. Gut, im Hinterkopf behalten. Gegner hier im Tempel mit Erde angreifen. Und das war's. Ach ja. Und ist euch mal aufgefallen, jeweils der erste Gegner in einem neuen Gebiet, beziehungsweise der erste Kampf, der dauert ein wenig länger. Keine Ahnung, vielleicht dauert das ein bisschen was mit dem Initialisieren. Ich habe keine Ahnung. Sehen wir dann. 36 XP, 80 Zenny. Das ist okay, denke ich. Ja. Und explodierende Salamander. Ah, ah, was ist, was zum? Ja, okay. Okay, scheinbar irgendwas mit Strom, oder? Ja, ich guck mich mal weiter um. Hier ist irgendwie gar nichts mehr. Ich bleib einfach auf dem Gang. Ich guck mal weiter, was es hier noch so zu entdecken gibt. Da kommt Barney, der Lina, Dino. Wer kennt ihn nicht? Ja, ich würde sagen, wir greifen einfach an. Wir töten ihn mit Erde, weil das war eben schon erfolgreich. 881 ist gar nicht mal so wenig. 430 dazu Parablitz. Und, wir blinken und haben Kugel im Kopf. Wie hieß die jetzt? Funkelechse? Funkenechse? Ja, Barney, sag ich euch. Ihr kennt Barney, jeder kennt Barney. So, mal Omas Angriff austesten hier. 611 ist auch gar nicht so schlecht. Ich hab schon wieder nicht auf den Namen geguckt. Scheißegal. Jetzt muss er sterben und wir gucken beim nächsten Mal, wenn ich dran denke. So, mal sehen. 40, ey, cool, Level Up. 40 Erfahrung und 100 Zenny. Ja, können wir gebrauchen. So, da kommt noch so ein komischer Egelkriecher-Dings da bums, aber... Oh, ich hätte mal mehr auf meine Energie achten sollen. Ja, dann mache ich das einfach jetzt schnell. Heiltrank, komm, gib. Und der Rest sollte kein Problem sein. Ach, komm, schnell an, kleiner Donnerschlag. Erinnert mich irgendwie an Digimon, da, ich glaube, mit Gargumon hatte es oder sowas. Kleiner Donnerschlag, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Verbessere mich, wenn ich falsch liege. So, Erde, komm, du hast es gleich auch überstanden. Kleiner Donnerschlag, ja, komm. Zack. Und eine noch. Und ich bin mal gespannt, was dieser Dungeon auf sich... für sich bereithält. Was habe ich gerade gesagt? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls bin ich auf den Dungeon gespannt. Weil so jemals, der wird hart werden. Und ein Level Up. Ich nutze die Gelegenheit, glaube ich, auch direkt mal zu speichern. Aber erstmal Heiltränke verwenden. Und also viele haben wir nicht mehr. Ist das gut? Ich gehe jetzt erst nach oben gucken. Okay, hier ist wieder so ein Barney, der rumläuft. Hier ist nichts. Ach, das war eigentlich dumm. Ich hätte mich da hier unten umgucken sollen. Jetzt sind die Gegner neu gespawnt. Jetzt bin ich selber schuld. Da oben Donner. Und er fährt mich ein. Naja, scheißegal. Den kriegen wir auch noch kaputt. Beziehungsweise die drei. Wenn es mal aufladen würde. Und ich glaube, ich mache mir einfach neben meine Zigarette an noch. Oh, meine Stimme ist, sie ist einfach so tot. Donner, Donnerschlag. Und Begrenzer. Was macht Begrenzer? Eine Metallgrenze. Vielleicht bin ich jetzt nur auf mentale Fertigkeiten beschränkt. Ich habe keine Ahnung. Ich muss so ihn fragen. Aber ich denke mal, das werden wir sonst mal herausfinden. So. Daneben. Ha, ha. So. Das soll es gewesen sein, denke ich mal, oder? Oh, oh, noch ein Barney. Ah, ah, Blitz. Okay, wir mal gucken. 643. Und, 50. Okay. Ha, ich komme wohl nicht drum herum. Na gut, da muss Barney halt wieder dran sterben. Ja, dran glauben, meinte ich. So. Und langsam macht mir das echt zu schaffen mit den Heiltränken. Ich bin pessimistisch. Ich glaube, ich habe zu wenig. Ich glaube... Oder reicht das? Vielleicht finde ich auch noch welche hier. Aber ich glaube, ich könnte in die Stadt gehen. Um welche neue Kohlen. Ah, da gibt es gar keinen Shop. Naja. Was habe ich jetzt? Ach ja, genau. Ja, wir haben noch 6. Ja, das ist definitiv zu wenig. Mal gucken, was da ist. Hoch oder rechts? Ich gehe jetzt hoch. Das... Oh, meine Stimme, sie kackt total ab. Ich habe... Oh, jetzt sind schon wieder neue Gegner da. Oh, wie dumm. Ich sollte besser aufpassen. Ach, scheiße, ich bin einfach da durch und... was mache ich denn jetzt am besten? Könnten wir da rechts... Oh, 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 oh. Was zum... Aha. Okay. So. Was ist das?
Da hinten ist bestimmt was. Ich gehe jetzt einfach gucken. Scheißegal. Ah, meine Stimme kackt ab und ich habe, das war knapp, ich habe nur noch 63 KP. Oh mein Gott. 6 Heiltränke. Mhm. Bleiben noch 2 Heiltränke. Definitiv zu wenig. Das ist so eine kluge Idee. Aber dieses Ding, das gab es auch in den ersten Ruinen schon. Hm. Na gut, erstmal hier gucken. Isolierstiefel. So, wer kann es anziehen? Kann ich es überhaupt anziehen? Ich habe keine Ahnung. Nein, offenbar nicht. Vielleicht. Ach so, ja. Auch nicht. Vielleicht ist es aber auch ein normaler Gegenstand. Ne, hier ist es definitiv nicht. Holzpanzer, Holzrüstung. Ne, ist die richtige. So, Gegenstände. Ja, hier sind sie. Isolierstiefel. Schützt vor schwachen Stromschlägen. Läuft. Ja, läuft automatisch. Okay, dann können wir erstmal wieder zurücklaufen. Und da wartet Barney schon wieder auf uns. Ja, ich komme wohl nicht drum herum. Ich muss Barney schon wieder verkloppen. Auch wenn ich jetzt damit viele Kinder unglücklich machen werde. Aber egal. Kinder sehen das hier natürlich eh nicht. So, Technik, Erde, komm, Kampf, komm. 904, 304, 403, weiß ich nicht mehr. Ich habe mich verguckt. Scheißegal jetzt. So, Barney ist kaputt. Nein, der schläft. Der hat sich nur rot aufgelöst. Und er ist auch nicht explodiert. Der hat, ach, keine Ahnung. Ich kann mich eh nicht mehr rausreden. Das ist jetzt kackegal. So, ich laufe zurück. Zurück zum, was zum... 389, 686. Ja, egal. Für die reizt noch. Und es ist schön zu sehen, wie wir nach und nach stärker werden. Und wir sind beide paralysiert. Na, super. Ist ja klasse. Gut, ich glaube, wir können warten, bis wir getroffen werden. Ja, 122. Nein, wir sind immer noch paralysiert. Okay, es geht mit der Zeit von alleine weg, sehe ich gerade. Auch schön. Na komm, 48. Oh, langsam wird es knapp, was die TP, HP, KP, wie auch immer. KP, ich sehe es doch vor mir. Naja, okay. Parablitz, schon wieder mal. Und wieder paralysiert. Aber Lia sollte es reißen. Ach, auf Lia ist Verlass. So, und ich muss schon wieder heilen. Und das sind meine letzten beiden Heiltränke gewesen. Alles klar, ich komme also nicht drum herum. Ich muss zum fahrenden Händler zurück. Ich brauche Heiltränke. Naja, egal. Gott sei Dank haben wir genug Kohle gesammelt. Ich glaube, für ein paar Heiltränke reicht's. Und allzu weit war er ja auch nicht weg. Ach, schön. Oh, ich mag die Musik hier so. Nach unten. Mal gucken. Ich habe vergessen. Doch, ich weiß es wieder. Genau, ich weiß wieder wo. Ich glaube, ich muss hier nur noch links. Ach ja, oh. Wo du gehst. Und hier in diesem Screen müsste er schon sein. Komische rote Bienen, auf die ich jetzt gar keinen Bock habe. Und da ist er ja. Genau. Der sieht aus wie ein Pirat. Fred. So, kaufen. Heiltränke, genau. Die brauchen wir. Wie viel haben wir denn? 2160. Ich kaufe mal 30, denke ich. Ja, doch. Und Magietränke. Oh Gott, so viel haben wir nicht mehr. Ja, gut. 160 Zehn haben wir noch. Werden uns bestimmt wiedersehen. Ja, glaube ich auch. Spätestens werde ich den Dungeon das nachher schon wieder verlassen muss. Und doch Bienen, auf die ich jetzt total Bock habe. 3 Stück. Scheißegal. Bisschen Geld haben wir noch. Kritische Treffer. Och, das ist auch schön. Das sieht man gerne. 441. Schön. Nachdem wir jetzt ein bisschen was gelevelt haben. Also onscreen nicht mal. Oh, die eine Biene ist verschwunden. Keine Ahnung. Eben war es 3. Jetzt ist es nur 2. Ist es ein Bug im Spiel? Keine Ahnung. Sui verrat's mir. Das ist mir in der letzten Aufnahme nämlich schon aufgefallen. Plötzlich war irgendwie ein Gegner weg. Und ich dachte, ich hätte mich verzählt. Aber ich habe mich nicht verzählt. Aber mein Red Bull ist alle. Dumm. Aber egal. Wir haben noch ein bisschen Geld. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal schnell ins Inn. Damit wir da völlig frisch nochmal reinlaufen können. Genau, hier war das Gasthaus. Gasthaus, so. Na, hier über den Service kann man ja nicht meckern. Wie uns dieser gute Kerl gesagt hat, ja, schlafen und... Ach, ja, stimmt. Ich muss ja selber laufen. Eieiei, jetzt können wir wissens austesten, können wir jedes Bett. Ja, können wir. Wir können in jedem Bett schlafen. Was ich aber auch noch testen wollte in der letzten Aufnahme, kann ich einfach nochmal pennen? Nebenbei mal speichern. Nein, kann ich nicht. Sehr schön. Cool. Wie gesagt, wäre zwar sinnlos, direkt nochmal zu schlafen, weil die Energie eh schon voll ist, aber was soll's. So, dann wieder zurück da rein. So. Na komm. So, und jetzt können wir wenigstens über diese Blitzfelder laufen, weil es hier durch die Isolierstiefel jetzt keine Stromschläge mehr gibt. So, wir gehen da hoch. Ah ne, hier waren wir schon. Wir gehen wieder zurück. Ach. Ja, komm, komm, komm. Und ich hab dich ausgetrickst. Doch nicht, du hast mich ausgetrickst. Jetzt hab ich dich ausgetrickst. Geht doch. Wunderbar. Wieso, wie sagen wir denn? So, nochmal nach oben. Hm. Will ich hier lang? Ja, doch. Ich glaube schon. Ja, erinnere mich sehr an Elements Destiny. Elements Mega Man. Da gab's diese Dinger nämlich auch. Aber nicht weiter schlimm. Wer einmal Elements Mega Man gespielt hat, hat hiermit auch keine Probleme mehr. So, und schon wieder der Lila-Dinosaurier. So, aber diesmal haben wir genügend Heiltränke dabei. Das heißt, jetzt kann gar nichts mehr passieren. Ich kann mir sogar erlauben, ein paar Mal gegen diese komischen Dinger da zu laufen. Und dann mal schauen.
Ach, na komm schon. Lange hältst du eh nicht mehr aus. Und schön, mit jedem Level Up geht's schneller. Mal sehen, vielleicht kriegen wir es in diesem Part sogar noch hin, dass wir die mit zwei Angriffen kaputt kriegen. Schön wär's ja. Und wieder ein Level Up. Sind da wie auf Knopf bestellt. So, da runter, das schaffen wir ohne weiteres, denke ich. Da sind schon zwei, das schaffen wir aber auch, denke ich. Genau. So. Gut. Mal gucken. Der Gang führt hier weiter, das verwundert mich ein wenig. Ah, da ist eine lila Kiste. Die ist bestimmt verschlossen, oder? Nein. Es ist eine Mimik. Hey, cool, eine Mimik. Die erste im Spiel, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Aber das ist gut. Mimiken sind in der Regel sehr stark und geben viel Erfahrung. Vielleicht finden wir sogar ein Item. Mal gucken. Erde. Na komm. Normaler. Ach ja, komm. Ich denke mal einmal nach, oder? Komm. Allzu viel kannst du nicht aushalten. Aber man merkt, sie ist um einige stärker als sonst. Und haben wir was bekommen? Jarr, eine Magiesaat. Cool. Direkt mal gucken, was sie kann. Da ist sie. Erhöht MP dauerhaft um 50. Mhm. Ja, komm. Ja, doch, Lia. So, und jetzt gerade bereue ich es. Ich glaube, ich hätte es vielleicht bis zum Ende aufbewahrt. Aha, Moment. Hey. Mhm. Blitzkristall, okay. Im Buch gelesen. Mhm. Elektrische Energie, aber... Aber was? Aber wenn du mich fragst, sieht das nicht so aus, als gehöre der hin. Sieh mal, er steht im Wasser. Man bekommt zwar keinen Schlag, wenn man diese Blitzkristalle berührt, jedoch sollen sie alles in ihrer Umgebung mit... Ihr habt das schon gelesen, Mensch, meine Güte. So, wenn wir Teile können... okay, und Kristallenergie beziehen, okay. Ein unangenehmer Gedanke. Okay, wenn du einverstanden bist, werde ich ihn zerstören. Tritt beiseite. Hiya! Okay, keine Ahnung. Ich hätte jetzt gerne eine Option gehabt, zerstören oder nicht zerstören. Dann hätte ich ihn nämlich leben lassen. Aber habe ich jetzt nicht gehabt, also denke ich mal, dass es richtig ist. Falls nicht, werden wir das noch früh genug sehen. Gut. Blitzkristalle finde ich cool. Ach, na super. Ich laufe direkt in seine Arme rein. Egal, zwei mehr oder weniger auf der Liste der Toten. Das ist auch recht egal. Na komm. Einer weg. Ah, es gibt nichts Schöneres als ein eiskaltes Red Bull. Wisst ihr das eigentlich? Außer ich sehe Disco-Lichter über meinem Kopf. Ah, okay, blind. Ich frage mich, ob, wenn ich blind bin, ob meine Treffgenauigkeit auf 0 sinkt oder ob sie nur ein wenig sinkt. Muss ich drüber fragen. Aber ansonsten findet man das auch so heraus, denke ich. So, und bevor ich da hoch... Doch. Das sieht mir sehr richtig aus. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Ich würde mal gerne wissen, was da unten nämlich rechts ist. Und warum betone ich das rechts so komisch, bevor jetzt... Nein. Jetzt komme ich auf die ersten. Du bist aus, du hast rechts gesagt, aber nein, ist es nicht. So, rechts. Aha. Noch mehr Blitzkristalle. Was zum... Und wieder überrascht es mich, wie sich ein Ort wie dieser unter einer gewünschten Stadt befindet, beziehungsweise in einem Dorf. Oh, Moonwalk zurück. Diese Kristalle an den Seiten. Halt, Erika, pass auf, wo du hintrittst. Hä? Was ist los, Lia? Ich denke, dass wir nicht durch dieses Wasser hier laufen sollten. Sieh dir mal die Kristalle an. Dort, an den Seiten. Die stehen unter Strom. Wir würden einen Schlag bekommen, wenn wir einfach durchs Wasser marschieren. Du hast recht, ein Glück, dass du mich gewarnt hast. Aber irgendwie müssen wir einen Weg finden, auf die andere Seite zu gelangen. Die Kristalle müssen ihre Energie von irgendwoher beziehen. Vielleicht können wir die Quelle finden. Okay, mal gerade gucken hier. Aber erstmal speichern. So, mal gucken. Dieser Kristall wird mit Energie versorgt, okay? Dann versuche ich was aus. Achtung, jetzt. Na, okay, es klappt natürlich nicht. Oh, das hat viel KP gezogen. Scheiße. Direkt mal halt dran verwenden. Wir haben gekauft. Alles klar. Kann nichts passieren. Ja, ich dachte. Oh, Moment, hier ist noch einer. Wird nicht mit Energie versorgt, okay. Ja, ich dachte vielleicht, wenn der Strom da aus ist, könnte ich über das Ding drüber laufen, über das Wasser. Aber da habe ich mich offenbar getäuscht. Scheißegal. Gut, gehen wir den einzig verbleibenden Weg nach oben. Ach, komm, Exe, nein, geh weg. Nein, oh, ich bin eingesperrt. Und die Exe hat mich überlistet. Die Exe ist schlauer als ich. Ah, und ich rauche viel zu viel in meinen Aufnahmen, ist mir gerade mal aufgefallen. Ja, genau, jetzt nach so knapp einem Jahr Let's Play machen, ist mir aufgefallen, dass ich zu viel in meinen Aufnahmen rauche. Scheißegal. Meine MP neigt sich langsam dem Ende mit Erika, sehe ich gerade. Unschön. Ja, mit denen sollte ich vielleicht ein bisschen sparsamer umgehen. Komm, weg da. Aha. So, ja, Sui hat mir gesagt, dieser Dungeon soll es extrem in sich haben. Ich bin gespannt, wenn ich ehrlich bin, was noch alles kommen wird. Das hier hat mir teilweise gesehen. So. Ja. Gut, hier sind sie aber schneller. Erinnert mich auch an Elements Mega Man. Aber hier heißt es nur Muster abwarten. So. Links und. Moment, der zurück. Jetzt müsste. Jetzt.
Okay, hat geklappt. Da ist eine Kiste. Schön. Eigentlich gar nicht so schwer. Wenn man denn das Muster bzw. diesen Rhythmus, dieses Taktgefühl hat, um da durchzukommen. Ja, ja, ich weiß. Ich wette, ich schaffe jetzt gegen die nächsten Kristalle gegen. Das würde nämlich so typisch zu mir passen. Aber trotzdem, ich lasse hier nichts offen. Ich will wissen, was da drin ist. So, unten lang und... Okay, wir gehen am besten unten lang und ich... Au, au! Ja, seht ihr? Das meinte ich. Okay, jetzt und warten und jetzt. Ja, klappt. Und wir finden 3 Lebenswasser. Cool. Mhm. Und wieder zurück. Nee, ich gehe wieder da unten lang. Das hat eben schon geklappt. Dann klappt es jetzt auch nochmal. Und links. Klappt. Okay, das ist leicht. Da braucht man einfach nur das richtige Gefühl für. Also gar nicht so schwierig. So, oh. Das war extrem knapp. Und vorstellbar. Stellt mal vor, ich habe mich jetzt nicht gehalten. Direkt mal speichern hier. Ah. Mal sehen. Da oben läuft... Hat er eine Lauchstange in der Hand, der Dino? Oder eine Blume? Ich weiß nicht. Mal gucken. Ja, vielleicht war es auch nur seine Spitzhacke, die er von Minecraft geklaut hat. Keine Ahnung. Wir werfen mit Stein auf ihn. Schlitzen ihm in einem Samurai-Schwert auf. Kriegt dafür einen Parablitz ab. Verliert 65. Schießt mit dem Bogen zurück. Und er ist tot. Finde ich, war ein fairer Deal, muss man sagen. Oh Gott. Das sieht um einiges komplizierter aus. Aber ich glaube... Moment. Ja, und jetzt... Jetzt... Okay, klappt. Ja. Da ist schon wieder einer im Wasser. Ich werde den Blitzkristall zerstören. Tritt bitte zur Seite. Hiya! Okay, ich glaube, ganz am Anfang des Dungeons gab es auch noch so einen. So, jetzt frage ich mich, ob ich zurück muss, weil ich glaube, hier komme ich nicht durch, oder? Moment. Ne, da nicht. Wenn von links... Nein, das klappt nicht. Da komme ich nicht durch. Definitiv komme ich da nicht durch. Aber wo soll ich sonst lang? Hm. Moment. Wieso? Warum kann ich jetzt nicht speichern? Verdammt. Ich versuche es nochmal. Da unten waren es 2, die sich schnell bewegen. Oben sind es 3, die langsam bewegen. Also... versuchen. Oh Gott, es hat geklappt. Ach du ups. Okay, hier. Okay. Pattern merken. Rechts. Okay, da bin ich sicher. Wo bin ich jetzt sicher? Bin ich... Okay. Und... dahin, genau. Jetzt nach unten links in die Ecke. Da müsste ich auch sicher sein. Gut, jetzt wird es ein wenig komplizierter, glaube ich. Was mache ich denn da? Ich glaube, nach unten links und dann nach rechts. Okay, wenn der hoch... Jetzt, okay, komm. Ja, ja, weil ich... stopp! Oh Gott, das ist knapp mit der Energie. Das ist echt knapp. Ich frage mich, ob die mich umbringen können oder ob die mir nur einen prozentualen Teil abziehen. Aber, okay, ich will da unten jetzt ankommen. So. Rechts nach unten. Genau, wenn er runter... Jetzt müsste es klappen und... Was? Oh. Okay, ich sehe schon. Okay, ich muss nach ganz rechts, nach außen, nach links. So, das hat geklappt. Und das gleiche nochmal, wenn der nach oben geht. Genau jetzt, wenn er runterkommt, gehe ich nach drüben, nach links und es hat geklappt. Ausgezeichnet. Puh. Und schon wieder werde ich die Haltrinke los, wie wenn es... Was weiß ich was. Gut, aber wir haben noch 15. Wir haben von den 30, die wir gekauft haben, haben wir schon die Hälfte verbraucht. Das heißt, wenn ich nachher zurückgelaufen bin, werde ich wahrscheinlich wieder neue Haltrinke kaufen gehen. Vielleicht mache ich das aber offscreen, das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ich werde mit Zui reden und fragen, ob sich diese Switches denn beim Verlassen der Höhle, beziehungsweise des Dungeons, beibehalten. Also ihren Status beibehalten, ob die Kristalle immer noch entfernt sind. Ich gehe schwer von auf. Oh, kritischer Treffer, schön. Und dann werde ich neue kaufen. So, jetzt kann ich wieder speichern. Was zum... Von mir aus. Keine Ahnung, was das sollte. Gut, mal oben gucken. Und noch, oh Gott, ich glaube, das ist... Wieder einer. So, gut, ich glaube, wir haben auf jeden Fall schon mal 3 jetzt zerstört. So, gut. Leute, ich denke, ich speichere hier, was ich nicht kann. Hä? Und hier... Ja, hier kann ich speichern, natürlich. Hier habe ich gespeichert. Was ist hier? Nicht. Hier? Ja. Hier? Nicht. Hier? Ja. Okay. Was auch immer da der Unterschied sein soll. Leute, ich habe keine Ahnung. Ich sage an der Stelle erstmal danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge. Tschüssi!